Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Myranath. Und wir waren hier mitten im Kampf stehen geblieben. Beziehungsweise ich hatte mitten im Kampf gespeichert. Wir mussten ja neu laden am Ende. Und gleich müssen wir wieder neu laden. Ne, müssen wir doch nicht. So. Mittlere Rüstung hat sich verbessert. Das hatte es beim letzten Mal aber, glaube ich, auch schon. Jetzt müsst ihr uns am besten mal heilen. Und der Zauber funktioniert sogar, es ist wunderbar. Wir sind jetzt natürlich wieder in einem ziemlich gefährlichen Gebiet. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht ohne Probleme durch. Wow, auf Anhieb hat der Zauber nochmal geklappt. Es ist unglaublich. Ich hätte mal eben meinen Speer reparieren sollen. Weil so macht er doch dann schon deutlich weniger Schaden. Na, bleib doch mal stehen, so kann man doch nicht zielen. So. Jetzt kann ich mal eben gucken und den Speer reparieren. Nehmen wir am besten mal die Reparaturzange. Jetzt hat keinen ganz so guten... guten Multiplikator oder was auch immer das mir genau sagen soll mit der Qualität. Aber dafür hat die 25 Anwendungen und der Hammer nur 20. Die beiden Pfeile nehmen wir uns mal wieder mit. Na. Ja, hier ist auch schon wieder felsig. Da ist der nächste Skelettkrieger. Oder Skelettberserker hieß er, glaube ich. Aber mit dem Bogen geht der ziemlich schnell. Wir bräuchten eigentlich unbedingt mal so einen stärkeren Speer, glaube ich. Dafür, dass wir so eine hohe Fähigkeit damit haben. Wie viel Schaden macht der jetzt genau? Der macht 5 bis 23 nur. Das ist ja eigentlich nichts. Wenn man das jetzt mal mit dem Bogen vergleicht. Ist da hinten eigentlich was im Fels? Eine Tür vielleicht? Sieht mir auf jeden Fall interessant aus. Und der ruckelt hier gerade mal so ein bisschen rum. Und ich treffe den da deshalb auch nicht. Gibt's doch gar nicht. Komm her. So, geht doch. Jetzt verbessert sich Speer auch nochmal. Kann ich ihn auch nochmal durchsuchen, dankeschön. Aber da ist tatsächlich eine Tür. War mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Beim letzten Mal hatte ich wahrscheinlich auch nicht da in die Richtung geguckt. Aber wo eine Tür ist, da ist bestimmt auch was Interessantes. Hertorx Höhle. Gucken wir mal rein. Wow. Die sind in der Tat interessant. Machen aber nicht so viel Schaden und beleben sich scheinbar auch nicht wieder. In Morrowind hatten die das ja gemacht. Und ich muss gerade eben, glaube ich, mal die Musik ein bisschen leiser stellen. Nur ein bisschen. Weil sie kam mir gerade doch etwas laut vor. Okay, noch so ein Zweikling. Wenn man die jetzt mal mit den Untoten da draußen vergleicht, ist das eigentlich ein Witz hier. Na, kommen wir durch? Ja, wir kommen hier durch. Nicht so wie in der einen Ahnengruft damals, wo die Decke einfach zu niedrig hing. Ja, brauchst dich gar nicht so am Türrahmen verstecken. Man findet dich ja sowieso. Scheint aber hier eine Höhle ohne viele Abzweigungen zu sein. Also eigentlich recht langweilig. Kann man nur hoffen, dass man am Ende vielleicht was Interessantes noch findet.
Eigentlich könnte ich die Karte jetzt auch nochmal auf lokale Karte stellen. Ah, was sehen wir denn da rechts im Bild schon wieder? Irgendwelche Rüstungsteile. Eberzahnisch. Das Ding ist wertvoll. Leider auch ziemlich schwer. Können wir also wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich wüsste jedenfalls nicht, was ich dafür da lassen möchte. Also lassen wir es da. Obwohl... ich könnte doch bestimmt auch... wie viel müsste ich denn dafür hier freiräumen? Ich weiß sowieso, wer bitteschön kann etwas bezahlen, was 35.000 kostet. Auch wenn wir da nur einen Bruchteil des Wertes für bekommen. Oh, inzwischen habe ich auch wieder Sound. Und der Sound kommt mir verdammt laut vor. Also solange der nur mir so vorkommt und im Video nicht so ist, ist das alles noch im Rahmen. Aber wirklich, der kommt mir zu laut vor. Ich muss nochmal gleich kurz in die Optionen gucken. Nee. Ist so wie immer eingestellt. Merkwürdig. Na egal. Ja, eine verschlossene Tür. Hält uns aber auch nicht auf. Haben wir noch einen angefangenen? Ja, haben wir. Hält uns die doch auf. Nein, sie hält uns nicht auf. Dann repariere ich eben nochmal. Eigentlich sollte ich mir das auch mal auf eine Nummer legen, die Reparaturwerkzeuge. Zack. Auf A6. Wer bist du denn? Herr Trork. Irland, Hochland, da kannst du mir auch nicht weiter jetzt was zu sagen, leider. Okay. Sehr interessant. Haltet euch vom Ärger fern und ihr werdet nicht. Ja, ja, ich halte mich fern. Lebt hier einfach einer. Und wundert sich gar nicht, warum wir hier reingekommen sind, wie wir hier reingekommen sind. Na, okay. Vor allem fragt man sich eigentlich, wieso die Zweiklinge hier vorne sind oder wie er dann durchgekommen ist. Was ich mich gerade auch frage. Ist da oben drauf was Interessantes? Nein, sieht nicht danach aus. Hier haben wir noch Rohadamant, aber ist nichts drin. Ah, ich dachte gerade schon, das wird hier so im Kreis laufen, aber ist mehr Spiralen. Na, lass mich doch durchförmig. Ja, jetzt haben wir es doch fast. Ich komme ja nicht durch. Das kann ja nicht wahr sein. Wieso komme ich da nicht durch? Na, hier ist doch genug Platz. Lasst mich durch. Ich bin kein Arzt. Das gibt's ja jetzt gar nicht. Ich werde doch wohl rauskommen können. Der größte Mist ist ja auch, ich bleibe ja nicht an dem Balken hängen, sondern irgendwie dahinter. So. Muss man einen ganz komischen Tanz da vollführen. Erst ein Stück nach rechts, dann wieder nach links. Zwischendrin einmal springen. Na egal. Draußen regnet es inzwischen. Zeit zum Speichern, würde ich sagen. Und die Weltkarte wieder anmachen. Aber man darf jetzt eigentlich gespannt sein, ob das hier gleich wirklich das Irloan-Hochland ist. Vermutlich nicht und ich muss dann ganz woanders hin. Ah stimmt, das hatten wir noch gesehen beim letzten Mal. Dann waren wir hier irgendwo gestorben.
Gut, dass ich gerade eben noch mal gespeichert habe. Könnte ja spannend sein, was hier ist. Huch, von wo? Wer? Ach, da! Kommt aus dem Gebüsch. Die Socke. Ja, aber wenn man gut trifft, ist da auch kein Problem. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Willenlose, so wie es aussieht. Oh, und schon wieder so ein gruseliges Windgeräusch. Richtig bedrückend. Hier ist auch eine komplette Stadt in Schutt und Asche gelegt worden. Irloan Hochland. Halt, Moment, ich habe Angst vor dem Viech. Das kann mir wieder die Stärke runterziehen. Na komm. Dankeschön. Das war der große Knochenläufer. So, jetzt da wir im Irloan Hochland sind, müssten wir nur noch mal herausfinden, wo die erwähnte Bestie ist. Boah, dieser Wind, der macht einen wahnsinnig. Ich weiß auch, wie groß das Hochland genau ist. Na, wo ist denn der nächste? Das ist das nicht der nächste, das ist der nächste. Okay, hier haben wir wieder so ein paar Ruinen. Na, ich werde wohl treffen. Oh, schon wieder so ein Kickboxer. Beziehungsweise nur so ein Kicker. So viel Boxen scheint er gar nicht zu tun. Komm. Oder nur ein Boxer? Wahrscheinlich nur ein Boxer. Aber hatten die nicht so eine merkwürdige Trittanimation auch? Ah, ich weiß das schon wieder gar nicht mehr. Vielleicht spielt mir ja auch mein Gedächtnis nur einen Streich. Und wieso komme ich hier schon wieder nicht rüber? Na, gibt's auch gar nicht. Da kommt mir einer blöd von der Seite. Oh, zwei. Hallo. Na, hier geht's aber auch wieder ab. Ach, doch nicht. Nein, den Bogen. Genau den. Dann verbessert sich auch Schütze nochmal. Und hier ist noch so ein Schwertkämpfer. Ein Berserker. Den treffe ich nur gerade nicht. Ne, der ist ein Kriegsfürst. Ach so, das erklärt einiges. Wenn man den einen nicht trifft, kümmert man sich erstmal um den. Der ist da eingeschlossen oder so. Ach, du musst aber auch nicht gleich. Gibt's hier eine Tür rein? Ist das hier ein Türrahmen? Scheinbar nicht, ich komme jedenfalls nicht durch. Und wer baut bitte schon Türen, durch die keiner durchpasst? Passt wenigstens mein Pfeil noch durch? Scheinbar auch nicht so wirklich. Der ist verwirrt. Was soll man denn da machen, wenn der verwirrt ist? Was ist das denn? Ah, ein Knochenwolf. Oh Gott. Das hier ist ja echt so ein Gruselörtchen. Vor allem hält er viel aus. Ah, komm hin.
kriegen war auch doch nicht so leicht. Dann danke für das Knochenmehl. Gibt's in den Ruinen denn irgendwas Interessantes? Hier gibt's ja so ein Droge. Na, ich will den Wind gar nicht hören. Ach nee, so ein Mart-Zombie war es ja. Marth-Zombie. Können die sich nicht hinten anstellen? Vor allem der, der mir die Stufe runterziehen kann. Oh Mann, ey. Ja, jetzt trage ich natürlich auch zu viele Gegenstände bei mir. Ah, das heißt, wir müssen irgendwas zum Stärke wiederherstellen. Haben wir da was dabei? An Zutaten vielleicht? Nee, sieht mir nicht so aus. Im Notfall haben wir eine Rolle der Körperregeneration. Aber erstmal bei den Tränken gucken. Festigen Stärke, nee. Sieht mir irgendwie nicht so aus. Wiederherstellen Stärke. Ha. Auch wenn das jetzt Glück entzieht. Okay. Ob es hier wirklich was Interessantes gibt, bezweifle ich, aber es sind halt nur solche komischen Ruinen. Wie wir die halt schon mal hatten. Ach, die Waffe hat ja keine Wirkung. Dann erst du. Und dann du. Ich weiß gar nicht, ob man die durchs Gebüsch treffen kann. Okay. Habe ich beim Turm schon geguckt, ob man da rein konnte? Wahrscheinlich habe ich das. Beziehungsweise war ich da in der Nähe. Ne, da kann man nicht rein. Sieht man ja auf der Karte. Ah, ich höre schon wieder Kampfmusik, aber ich möchte eigentlich weg. Vor allem wegen diesem Wind. Der macht mich wahnsinnig und nervös. Naja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.